und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht's mal wieder weiter mit einer Dungeon-Vorschau. Wir befinden uns im Riesenflöz. Entschuldigung. Das Riesenflöz führt uns zurück nach Kesan, dem Goblin-Startgebiet, wo sich jetzt die Venture Corporation breit gemacht hat und hier nach Azerith buddelt. Ja, wir schauen uns den Dungeon heute einfach mal an und gucken, wie der sich so spielt. Ja, ich tanke jetzt hier auch das erste Mal mit dem Demon Hunter. Bisher habe ich den als DD in der Beta gespielt. Mit dem Todesritter habe ich schon getankt. Todesritter war ich eigentlich recht zufrieden. Spielt sich fast wie ein Legion. Bis auf kleine Änderungen. Ja, schauen wir mal, wie sich das mit dem Demon Hunter verhält. Also bis jetzt angenehm. Aber bis jetzt war auch nichts. Guck mal, was machen unsere DDs denn da? Die sind schon wieder eigenständig. Was ist das denn? Die Heilerin. Ja, sehr kreativ. Da muss sie jetzt durch. Selbst in der Beta braucht man den Lerneffekt, nicht einfach alles zu holen. Ja, lauf doch zum Tank, wenn du Hilfe brauchst. Ups. Da wollen wir nicht hin. Ja, also vielleicht erkennen wir ja noch ein paar alte Sachen von Kesan wieder, die wir noch vom Leveln kennen. Also falls ihr mal einen Goblin gespielt habt. Aber ich denke mal, jeder hat mal irgendwann das Startgebiet sich angeguckt. Und wenn nicht, macht es unbedingt mal. Es ist nämlich ganz witzig. Also zumindest den Kesan-Part. Die Inseln, die danach kommen, naja. Geht so. Ah, cool, guck mal hier. Das wäre eine Goblin-Party. Ja, wir laufen mal hier weiter. So, wollen wir denn den ersten Boss? Den münzbetriebenen Meuteverprügler. Der ist direkt hier um die Ecke. Und dann schauen wir mal, was der kann. Also der Demon Hunter Tank, der spielt sich eigentlich bis jetzt ganz entspannt. Was ich natürlich schade fand, ich habe den ja wie gesagt jetzt in der Beta als DD gespielt und habe dementsprechend meine Azerith-Ausrüstung natürlich auf DD geskillt. Ja, wie das aussieht, muss man die jetzt jedes Mal bei einem NPC komplett neu umschmieden, wenn man den Spec wechselt. Also so ein dynamisches Hin- und Her-Switchen ist also nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob das so bleibt. Ich hoffe mal nicht, weil das finde ich jetzt nicht so gut. Es nimmt wieder einiges an Mobilität, wie heißt das? Ihr wisst schon, was ich meine. Nee, wisst ihr bestimmt nicht. Wie sagt man das? Ich kann heute wieder kein Deutsch. Es nimmt etwas an Flexibilität aus dem Spiel. Oh Mann, das hat ja jetzt lange gedauert. Hier diesen Schildeffekt, den wir jetzt von dem Mob sehen, der wird jetzt in Battle for Azeroth bei einigen Mobs wieder benutzt. Also sehr häufig sogar. Finde ich ganz gut. Gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig Mobs, die sowas benutzen. So, komm, mach weg. Okay, hier ist nichts. Können wir auch stehen lassen. Ja, also ein paar Mobgruppen kann man hier umgehen. Oh, jetzt hat er seinen Mech aktiviert. Ich denke mal, den sollte man mit Fokusschaden umbringen. Ja, muss man sich mal merken. Aber der Demon Hunter, der spielt sich echt schöner als den. Ja, mobiler als der Todesritter. Ich meine, das ist klar. Aber auch von der Selbstheilung her. Aktuell ein Ticken besser. Gefühlt natürlich. Wir befinden uns ja hier noch lange nicht im Endgame.
können die Zahlen dann ja wieder ganz anders aussehen. So. Ich glaube da... Ja, der münzbetriebene Verprügler. Das ist unser erster Boss hier hinten. Gucken wir mal, welches Event uns da erwartet. Hat wieder sein Schild. Gehen wir drum herum. Ja, also wie gesagt, der Dungeon, der soll ja Kesan darstellen. Aber weiß ich nicht. Also ich finde, optisch gibt er jetzt nicht so viel her. Gut. Was kann denn dieser Boss? Finden wir es heraus. 3, 2, 1, Pull. Systeme aktiv. Beginne Verprügelung. Er beginnt die Verprügelung. Stromspannung erhöht. Ein Statikimpuls. Ah, jetzt werden hier Bomben geworfen. Was kann man denn damit machen? Ach, kann man wegtreten. Wahrscheinlich kann man die auch auf den Boss drauftreten. Kann ich mir vorstellen. Die Selbstheilung, die ist einfach fantastisch hier gerade. Tötungsprotokolle autorisiert. Also den Boss, den kann man, den ganzen Fähigkeiten kann man super ausweichen, auch als Tank. Das ist kein Problem. Stromspannung. So, probieren wir es mal aus. Ja, gehen wir weg. Hat uns trotzdem getroffen. Ah, wir haben ja hier unsere Selbstheilung. Tötungsprotokolle autorisiert. Weichen wir wieder aus, sehr schön. Gerade noch mal die Selbstheilung so gefreut und jetzt jetzt kommt da nichts mehr bei rum. Ja, schön. Haben wir gekriegt. Ja, einen Ring. Können wir direkt mal anziehen hier. Sehr schön. Und weiter geht's in Richtung Azeroth. Azeroth, der zweite Boss. Also da wird uns im Compendium gesagt, dass wie immer die Venture Corporation bei ihrer Grabung einen mächtigen Erdgeist geweckt hat. Ja, wir müssen natürlich gleich wieder ausschalten, ne? Ja komm, ihr bleibt da stehen. Das darf ich hier nicht übertreiben. Oh, das haben die alle gepullt. Leute, lass den Tank pullen. Jetzt bräuchte ich mal Heilung, sonst bin ich hier gleich Matsche. Ja, jetzt können wir direkt mal unsere Klasse hier in irgendwelchen Grenzbereichen testen. Metamorphose hatte ich schon an. Komm, geh da raus. Okay. Haben wir überlebt, ist nochmal gut gegangen. Liebe Dedes, es hört doch das Pullen auf. Weiß nicht, wenn ihr Tank spielt, nervt euch das auch so, wenn die Dedes immer pullen? Ich meine, wenn jetzt so in Legion, wenn man mal eben kurz niedrigen Schlüsselstein läuft oder weiß ich nicht, Daily HC, da ist mir das relativ egal. Da können die machen, was die wollen. Da kann der Heiler auch gerne auf DD gehen. Und bei neuem Content, ich weiß nicht. Aber es nervt mich schon. Da werde ich auch richtig schnell salzig. So, komm, ausweichen. Und wieder ran. Ja, wir merken auf jeden Fall, wie es sich hier thematisch schon ändert von heruntergekommener Goblinstadt zu Ausgrabung mit Elementaren und alles, was dazu gehört. So, jetzt müssen wir hier hochgehen. Ja, wir müssen hier hochgehen. So, nehmen wir mal hier die Würmer mit. Ich weiß nicht, wie viel man von dem pullen kann. Ja, nehmen wir mal
mal so viel erstmal. Sehr schön. Ja, da kann man, da hätten wir jetzt auch noch mehr pullen können. Da hätten wir mehr von pullen können. Also hier kann man definitiv schneller hoch. Aber bei dem bin ich jetzt mal wieder vorsichtig bei den Humanoiden. Gib mir mal so viel Flächen hier. Spielt der Heiler denn? Ich glaube, das spielt der Disziplinpriester, merkt man auf jeden Fall. Da kommt kaum Heilung bei rum. Muss ich mir auch noch angucken, wie die den Disziplinpriester geändert haben. Ich von Zeit zu Zeit in Dungeons auch mal ganz gerne gespielt. So, was können wir denn hier mitmachen? Fracking-Totem. Okay, jetzt habe ich ein Fracking. Was macht das? Ah, damit kann man irgendwelche Ziele handlungsfähig. Ja, die DDs pullen wieder. Ja, das muss ich, musste das Totem jetzt erst benutzen, bevor ich hier irgendwas anderes machen konnte. Also sinnvollerweise nimmt das nicht der Tank. So, und wir sind jetzt übrigens auch bei Azeroth, das ist der nächste Boss hier. Ja, schauen wir mal, was er so kann. Ist jetzt, ach, der verliert aber schnell Leben. Schneller als der erste Boss. Also es ist resonanter Impuls, was macht er da? Ja, kann man ausweichen. Nicht spektakulär. Und ab dafür. Also große Mechaniken konnte ich jetzt hier nicht erkennen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir zu Rixa Fluxflamme. Oder müssen wir diese Minenlore benutzen? Ja, cool. Okay, da habe ich mir was Spektakuläres erhofft. Wo steht die Tante denn? Da hinten? Ja, da müssen wir uns wieder einen Weg durchkämpfen. Machen wir doch gleich. Ich dachte, jetzt fahren wir so richtig schön unterirdisch. Kriegen wir visuell mal wieder was geboten, aber das war ja jetzt Quatsch. Ich glaube, das hätte ich, hätten wir auch laufen können. Uiuiui, komm, gehen wir mal in Metamorphose lieber. Weiß ja nie hier. Ja, in den anderen Dungeons habe ich das immer gelobt, dass die Mob-Packs so schön stehen und dass man die gut kontrolliert pullen kann. Ja, und hier ist halt alles wieder Bullshit. Also gefühlt. Ich meine, klar, muss auch ein bisschen mehr Anspruch rein. Bringt dieser Dungeon definitiv. Was sind das denn jetzt für Ratten hier? Okay, die sind... Die machen ganz schön Schaden dafür, dass sie nicht mal Elite sind. Ja komm, macht sie weg. Wo ist mein... Ach, mein Unterbrechen, das ist so weit weg. Zieh mir das mal hier hin. So, komm, hau sie um. Sehr schön. Was ist das denn hier? Ein Genie der Venture Corporation. Und wieder neue Ratten. Ja komm, geht tot, geht tot, geht tot. Ach, was hübsch. Die Gummiente hier in der Ölpfütze. Aus, wir gehen hier außen lang. Pullt man vielleicht nicht die Ratte. Ja, und da ist doch schon der nächste Boss da hinten. Markier den mal wieder. Darf ich das Tank nur wieder nicht vergessen? Direkt die Agro verloren hier. Ja, da müsst ihr jetzt aufpassen. Also in Battle for Azeroth. Da müsst ihr auch als Tank permanent aktiv bleiben.
Oh, unser Heiler ist weg. Unser DD ist auch offline. Ja, dann stocken wir doch mal eben wieder auf hier. Ja, bitte neue Spieler. Ach, da haben wir doch einen neuen. Was haben wir denn? Ein Druiden. Was ist mit Nesky Boy? Ausschlusswahl. Ist offline. Tut mir leid. Aber da können wir jetzt nicht so lange warten. Ja. So. Da finden wir bestimmt auch schnell einen neuen Spieler. Ich weiß nicht, was. Warum wollen die dann einen Stein beschwören? Der kommt doch direkt im Dungeon. So, Leute, weiter geht's. Hier mitlaufen. Oh, habt ihr den Schrank gesehen? Hammer! Der sieht ja jetzt gut aus. Schick. Alles klar, weiter geht's. Ich hoffe, die kommen auch mit. Ja, da kommt schon echt. Oh, jojojojojo, die Flammenwerfer hier, die sind. Also sind nicht gerade angenehm. Kann ich die unterbrechen? Ja, kann ich unterbrechen. Ein Hoch auf ein Zeichen der Stille. So, machst du das weg. Sehr schön. Oh, was habe ich denn gekriegt? Ein Random Epic. Ein BOE. Kann also auch in Dungeons droppen. 350, damit könnte Raiden gehen. Das ist ein gutes Item-Level. Also, Rixa Fluxflamme. Vorletzter Boss. Die Kampfplattform, die ist ja schon großzügig gehalten. Hey. Ja, okay. Ich glaube, wir... Was passiert, wenn ich da reingehe? Oh, keine gute Idee, da gehen wir nicht rein. Ja, sie saut hier natürlich alles mit Azerit voll. Ich glaube, das war's auch im Großen und Ganzen. Eine Verätzung macht sie noch. Ah, und dann verschiebt die die. Ja, ich kann mir vorstellen, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, da kann die dann doch Probleme machen. Sehr schön. So. Und da oben ist der Mogul Ratztunk. Alles klar. Den kriegen wir auch noch hin. Schade, dass ich den nicht anziehen kann. Der geht erst ab 120. Bin erst 116, glaube ich. Ja, 116 bin ich mit dem. Und weiter geht's. Ja, muss hier aufpassen. Hier sind überall Kriecherminen. Die suchen sich ein Ziel und explodieren dann. Ja. Unangenehm, ne? Dann nehmen wir uns doch mal den Weg mit dem geringsten Aufwand. Das wäre hier außen. Ja. Versuch das mal hier außen. Der ist eben entkommen. Wirkt doch gerade nicht so richtig anwesend. Und vier, Alter. Ja, das ist, weiß ich nicht. Also hier dieses... Diese Rampe, ich nenne sie mal Rampe nach oben.
Die spielt sich irgendwie gerade nicht so schön mit dem Crash. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Er ist so ein bisschen wahllos. Sonst wären dann wieder die Ideen ausgegangen und man hätte noch mal ein paar Mobs platziert. Kriegsmaschine der Venture Corp. Ja, wo gehen wir jetzt weiter? Quer hier rüber. Ja, das passt. Los geht's. Boah, der eine DD, der wäre fast hingerafft worden von der Bombe. Ich glaube, wir können die Bomben auch bevor die explodieren kaputt machen. Aber dann müssen die weggekaltet werden, definitiv. Sonst kannst du das vergessen. So, ich bin aber auch gleich Matsche. So. So, haben wir die Kontrolle über unseren Charakter wieder. Eben ein bisschen brenzlig, da bin ich mal ganz, ganz still geworden. Und da oben ist der Boss, sehr schön. Der Endboss. Und noch eben hier das Trashpack. Ich glaube, dann kommt auch nichts mehr. Nein, dann kommt nichts mehr. Sollten wir nur noch jetzt nicht diese Mine hier triggern. So, Druide. Heil mich. Okay, er muss trinken. Wie viel Sachschaden ihr hier angerichtet habt? Das sieht aus so wie Mimirons Kopf, nur im Goblin-Stil. Gut. Ja, probieren wir das aus. 3, 2, 1, Pull, Endboss vom Riesenflöz auf der Insel Kesan. Soll ich auch nochmal kurz die Karte? Und los geht's. Oh, was müssen wir machen? Ich glaube, der Kampf, der geht jetzt leider ein bisschen zu schnell. Oh, Maschinenkanone. Schick. Ich glaube, der Kampf geht jetzt trotzdem ein bisschen zu schnell, dass wir seine ganzen Mechaniken kennenlernen können. Und grundsätzlich, so die Plattform, die ist ja wieder schick gemacht. So, was macht er? Ah, repariert er sich noch. Kriegen wir noch eine Ad-Phase sogar. Ist ja auch in Dungeon-Kämpfen selten geworden, dass es sowas noch gibt. Muss ich nur gerade mal gucken, wie wir das hier... Ja. Einfach nur... Oha. Nee, da hätte ich weggehen müssen. Bisschen brenzlig gerade. Wann kommt er denn da raus? Müssen wir irgendwas machen? Mal lieber weggehen. Nein, jetzt leidet mein Versicherungsbeitrag. Einstampfen. Oder müssen wir denn hier auf das Ding draufkriegen? Ich glaube ja. Zerquetschen. Ja, wir müssen ihn auf den Schalter locken. Ja, sehr gut. Entscheidende Mechanik. Wenn der oben ist, dann müssen wir den auf so einen Schalter locken. Damit er dann da runter prescht. Sehr cool. Also das ist eine Mechanik, finde ich gut. Lust auf ein Großkaliber, Gemetzel. Was ein Dungeon Boss angeht, definitiv eine neue Mechanik. Ha, jetzt kommt er noch raus. Ja, süß. Ja, cool. Kriegen wir noch ein Höhenturban? Wie sieht der denn aus? Ach ja. Na, geht so. Ja, cool. Dann haben wir auf jeden Fall das Riesenflöz abgeschlossen. Oh, guck mal hier. Können wir noch Auto fahren? Das machen wir noch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert doch vielleicht mal meinen Kanal. Ein paar Dungeon-Vorschauen wird es jetzt noch geben.
bevor das Addon rauskommt. Oh, was ist denn da los? Kommen wir jetzt im Stau rein? Ah, wir kommen zum Dungeon-Anfang zurück hiermit. Ja, sehr cool. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.